Sie denken Bekanntes neu und stellen uns heute Ihre Orte vor. Dr. Nicole Deuffel ist Leiterin der Volkshochschule Aalen. Sie legt ihren Arbeitsschwerpunkt auf die diversitätssensible Öffnung von Einrichtungen. Ralf Krause ist seit 1998 Leiter eines multikulturellen Seniorenzentrums in Duisburg. Er ist überzeugt, Seniorenzentren müssen Teil des Quartiers sein. Frederik Fischer ist Gründer und Geschäftsführer von Neulandia, dem Stadtentwicklungsbüro für neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Für ihn entstehen die wirklich aufregenden Zukunftskonzepte in der Provinz. Begrüßen Sie im Praxistalk Dr. Nicole Deuffel, Ralf Krause und Frederik Fischer. Ja, herzlichen Dank auch schon an Sie, dass Sie hier bei mir sind. Wir schlagen jetzt die Kurve zurück von der Philosophie, von der wissenschaftlichen Metaebene ganz in die Praxis rein und haben uns Orte rausgesucht, wie gesagt, die bekannt sind, die auch eigentlich überall zu finden sind und die Protagonisten hier, Sie beide, auf eine gewisse Art neu denken, versuchen, dritte Orte daraus zu machen. Und dann wagen wir nochmal den Blick über die Stadtgrenzen hinaus in das weite Land. Frau Deuffel, aktuell gibt es, und ich hoffe, die Zahl ist richtig, 858 Volkshochschulen in Deutschland mit teilweise eigenen Gebäuden, Bildungsangeboten und vielen Menschen, die dahin kommen. Und da war so, hat sich mir die Frage gestellt, warum ist noch niemand richtig auf die Idee gekommen, da dritte Orte draus zu machen? Und was war Ihre Initialzündung zu sagen, ich mache aus meiner Volkshochschule einen dritten Ort? Also Volkshochschulen sind eigentlich die perfekten dritte Orte eigentlich, weil wir haben unsere Wurzeln ja in der Demokratiebewegung und da geht es ja darum, wirklich Menschen zusammenzubringen und dass wir gemeinsam etwas gestalten. Und das war so unser Ansatz, dass wir überlegt haben, wie können wir eigentlich noch mehr Menschen einbeziehen und vor allen Dingen auch mehr Macht abgeben, wenn es auch darum geht, die Menschen einzuladen. Uns wirklich zu sagen, was sie eigentlich benötigen und wie wir dieses Wissen, das sie dafür brauchen, auch entsprechend zur Verfügung stellen können und dieses co-kreative Lernen dann machen. Und das war wirklich unser Ansatz, dass wir gemerkt haben, also frontal haben wir noch nie unterrichtet, aber es war trotzdem sehr, sehr strukturiert. Wie können wir das aufbrechen, um einfach noch mehr an die Menschen heranzukommen? Und diese vielen Initiativen, die es bei uns auch in Aalen gibt, aber in vielen Städten, wie können wir das aufgreifen und zu uns in die Einrichtung bringen? Mhm. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie haben ein besonderes Verständnis von dritten Orten zwischen Raum und Methode. Mhm. Können Sie das erläutern? Ja, sehr gerne. Also das tatsächlich, wir haben eine Stadtbibliothek bei uns im Haus und uns als Volkshochschulen hat das immer so ein bisschen geärgert, dass es so hieß, die Stadtbibliotheken, das sind die dritten Orte. Und dann habe ich mal gegoogelt also es gibt ganz viele super Stadtbibliotheken als dritte Orte, absolut. Aber wenn Sie mal bei Google gucken, dann fällt Ihnen auf, dass ganz viele Bilder gezeigt werden, wo gar keine Menschen drin sind. Jetzt ist das natürlich eine Form des dritten Ortes, weil wir nämlich eine Infrastruktur haben, das ist sehr einladend, es gibt die Sitzplätze, es gibt die Cafés, es gibt die Multimedia-Stationen, die ich nutzen kann. Aber wir haben für uns an der Volkshochschule Aalen gesagt und gemerkt, das reicht nicht aus, vielleicht auch dem geschuldet, weil wir eine Weiterbildungseinrichtung sind und ständig im Kontakt. Und wir haben durch verschiedene Projekte damit experimentiert, ich hatte das Stichwort co-kreatives Arbeiten schon erwähnt, dass wir wirklich nicht so sehr vorgeben, was in einem Kurs passiert, dass wir tatsächlich sogar weniger Kurse anbieten, sondern wirklich mehr in Study Circles, in co-kreativen Projekten. Heute zum Beispiel läuft bei uns ein co-kreatives Kunstprojekt mit Jugendlichen, dass wir damit arbeiten, viel mehr Macht eben abgeben und gemeinsam mit unseren Lernenden etwas entwickeln. Und das ist die Methode, also wirklich machtkritisch auch hereingehen und zu überlegen, wo fahren wir vielleicht Barrieren hoch, die jetzt nichts mit dem Gebäude zu tun haben. Und deshalb für uns dritter Ort zwischen Raum und Methode. Mhm. Gerade im Einspieler wurde gesagt, diversitätssensible Öffnung, immer ein bisschen schwierig auszusprechen. Die diversitätssensible Öffnung von Einrichtungen, was bedeutet das für Sie? Und auch natürlich unserem Thema geschuldet, wie ist bisher das Thema Alter da involviert? Und Sie haben gesagt, Sie sind da noch am Anfang. Genau, wir sind, was
ältere Menschen angeht, also mit dieser Öffnung wirklich ein dritter Ort zu werden, tatsächlich noch am Anfang. Es bedeutet für uns wirklich, dass wir jetzt zum Beispiel einen Beirat uns geholt haben, dass wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten und wirklich überlegen, was benötigen diese Menschen bei uns. Also was zum Beispiel schon passiert, auch wir haben einen Stadtseniorenrat, die kommen schon immer zu uns, die können Räume gestellt und beschäftigen sich dort zum Beispiel viel mit Computer. Das reicht uns aber nicht aus. Also wir wollen wirklich fragen, wie wir hier heute am Tag schon sehr oft gehört haben, was wirklich stellen sich diese Menschen für die Zukunft vor? Was brauchen sie dafür? Wie können sie diese Zukunft gestalten? Wie können wir das unterstützen? Und das ist so das, woran wir gerade sehr arbeiten. Mhm. Was können Volkshochschulen aus Ihrer Sicht bieten, was vielleicht andere dritte Orte nicht haben oder auch nicht bieten können? Also ich glaube, dritte Orte sind sehr flexibel. Deshalb ein richtig toller dritter Ort kann alles werden. Was die Volkshochschulen natürlich super können, ist, wir sind Weiterbildungseinrichtungen. Wir machen das schon, also meine Volkshochschule, die Volkshochschule Aalen, seit 75 Jahren, dass wir die Menschen wirklich begleiten mit dem, was sie jetzt brauchen, um ihre Zukunft zu gestalten. Und das ist unsere große Expertise. Das haben wir schon immer auch, also wenn ich jetzt Stichwort Kursleitung, mit Menschen gemacht, die sehr viel persönliche Erfahrung haben. Gerne eben auch Menschen, die jetzt das Berufsleben hinter sich gelassen haben, aber diese Erfahrung immer noch weitergeben. Und da haben wir als Einrichtung eben viel Expertise, viel Kompetenzen. Und da sind wir jetzt einfach wirklich verstärkt daran zu überlegen, wie können wir das einsetzen, immer noch für die Bildung, immer noch für das Gestalten der Zukunft, ein moderierter dritter Ort zu sein, in dem die Menschen aber selber in die Hand nehmen, was brauchen sie für ihr lebenslanges Lernen. Mhm. Also Empowerment und Co-Creation, könnte man das so zusammenfassen. Genau. Dankeschön. Ich steige da mal ein. Ne? Wir haben bitte. Ein Projekt Digitalisierung stärken, Zugänge schaffen, hatten wir mit der Volkshochschule Duisburg. Zum Beispiel 1,5 Jahre Schulung der Mitarbeiter, Bewohner, Angehörigen, Umgang mit Tablets, Smartphones. Das Schöne ist, tolle Kooperation mit der Volkshochschule und eine Referentin haben wir wieder als Ehrenamtliche gewinnen können, die das immer noch nach dem Projekt, das ist immer bei Projekten, dann ist es vorbei und dann geht es aber weiter. Und win, das win, ist, win. Volkshochschule finde ich gut. Das ist schon mal gut. Eigentlich ein schönes Stichwort, Herr Krause. Sie sind Leiter des ersten in den 97 gegründeten multikulturellen Seniorenzentrums in Duisburg. Vielleicht in 2 Sätzen multikulturelles Seniorenzentrum. Was kann man sich darunter vorstellen? In den 90er Jahren Haus der Zukunft von Universitäten begleitet, wurden wir sozusagen gedrillt. Ne? Und nicht nur wir, sondern wir haben uns Senioren aus anderen Kulturkreisen dazu geholt und haben gesagt, jetzt stellt ihr euch ein Haus der Zukunft vor, wo Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammen alt werden können. Punkt. Punkt. Gute Zusammenfassung. Wie würden Sie, also wir haben mit unserem Projekt, das Stadtlabor Demografische Zukunftschancen, das Haus auch besucht im Rahmen von dem Schwerpunktthema internationale Familiengeschichte, Altern mit internationaler Familiengeschichte und haben ein Haus kennengelernt, was an sich schon sich sehr offen anfühlte. Was macht das Haus am Sandberg, so heißt das Haus, aus Ihrer Sicht zu einem guten Begegnungsort für und im Quartier? Wir haben Spaß an Menschen aus anderen Kulturkreisen. Das war in diesen 3 Jahren in den 90ern haben wir halt festgestellt, wir haben alle irgendwie Zuwanderungsgeschichte. Irgendwie sind wir alle nicht alle aus Duisburg oder aus Deutschland, sondern jeder hat Zuwanderungsgeschichte gehabt. Und da hat es bei allen Mitarbeitern Klick gemacht, dass das ja total spannend ist, sich auf andere Kulturen einzulassen und mehr über die zu erfahren. Da wir ja eine vollstationäre Einrichtung sind, war das am Anfang, hatten wir unsere erste türkische Bewohnerin, das war dann so ein Modellfall, an der wir alles falsch gemacht haben, weil wir ja die Schubladen, die wir gelernt haben, durch die Ethnologen und durch alle, haben wir die überversorgt, was völlig daneben war. Und in den letzten 30 Jahren hat sich jetzt im Grunde so rausgestellt, völlig normales Leben. Das Wichtigste ist, dass man offen ist. Offen für Dinge, die man nicht kennt,
die einem vielleicht auch manchmal nicht gefallen und dass man im Grunde die beobachtet und Schritt für Schritt versucht, sich anzunähern. Mhm. Wie würden Sie, um nochmal zum Verhältnis Quartier und Einrichtung zurückzukommen, wie würden Sie da das Verhältnis zwischen Quartier und Seniorenzentrum beschreiben und haben Sie Projekte im Kopf, wo es Austausch gibt, wo das Seniorenzentrum ein offener Ort ist? Ja, 50-50. Also das Quartier ist zur Hälfte mit im Haus und den Rest bestimmt die Pflege. Das muss man ja mal sagen, in diesem Pflegesystem hat Medizin und Pflege eine große Macht, die auch nicht immer unbedingt so offen ist und sagt, noch mehr Belastung, noch mehr Menschen, die wir nicht einschätzen können, wo wir sprachlich Probleme haben. Der Rest war von Anfang an geplant, das Ding zu öffnen, Räume zu schaffen, das heißt eine Cafeteria, ein offener Mittagstisch, wo Senioren kommen, die hängen bleiben, die mit den Bewohnern dann basteln, alle einbinden, Kindergärten, Schulen im Quartier. Wir haben Senioren, Lotsen, Hochheide, da sitzt dann der Bürgermeister mit drin, Leute aus der Kommune, die Polizei, die Ortspolizisten und alle, die sich öffnen wollen. Und wir entwickeln dann immer für diesen Stadtteil, der jetzt eine Mischung ist aus kleinbürgerlich und sozialer Brennpunkt, also eine schöne Mischung eigentlich auch, versuchen wir dann alle Projekte zu machen. Das heißt, wir machen Bänke zwischen unserem Seniorenheim und dem Einkaufszentrum. Wir haben offene Bücherwagen, wir haben eine Buhlbahn, wo dann der Sportverein aktiv ist. Wir haben Tai Chi, Yoga im Haus. Also das heißt, und das sind alles Ehrenamtliche. Das ist ja das Spannende, dass die Spaß haben, weil wir Spaß haben. Aber man muss auch arbeiten. Man muss immer wieder neu mit allen verhandeln und gucken. Und in der Seniorenarbeit ist das ja so, man muss auch damit leben, dass man immer wieder Leute verliert. Das heißt Palliativ, Sterbebegleitung, Umgang mit Demenz, Orte für Demenzerkrankte. Wie kriege ich das in einem Quartier hin, dass meine Bewohner im Grunde durch den Stadtteil laufen können? Ne? Mhm. Genau, Neuss ist eine E-Bike-Rikscha über Radeln im Alter, wo wir dann immer den ganzen Ortsteil wild machen, wo wir jetzt wieder dann sagen, wir brauchen andere Wege. Jetzt ist die Kommune wieder gefordert, für unsere E-Bike-Rikscha gescheite Fahrradwege anzulegen. Aber das dauert dann immer. Ne? Sie haben es gerade schon angesprochen, jetzt ist natürlich ein Seniorenzentrum kein offener Ort der Begegnung, vergleichbar mit einer Bibliothek. Sie haben einen pflegerischen Auftrag. Wie würden Sie sagen, kann der Spagat gelingen zwischen Pflege und allen Ansprüchen gerecht werden und auch einem offenen Ort? Oder vielleicht ist das aus Ihrer Sicht gar kein Spagat? Doch, ist immer ein Spagat, weil, wie gerade gesagt, wir sind eine Pflegeeinrichtung und das heißt Durchschnittsalter 85. Wir haben eine Verweildauer von 4 Jahren, weil wir sehr viele Pflegegrad 2, 3 mit leichten Demenztendenzen sozusagen aufnehmen. Das heißt, die Verweildauer ist ja relativ hoch. Trotz alledem muss ich natürlich jedem, der in diese Einrichtung kommt, und wenn die ist wirklich offen, die können auch in die Wohnbereiche. Ich muss im Grunde ganz, ganz viele Mitarbeiter haben. Und das sind immer meine Pflegemitarbeiter. Die muss ich schulen, dass die anleiten können. Und nicht sagen, das geht jetzt nicht, den können Sie nicht, das darf nicht. Sondern die müssen die richtigen Worte finden für die Kinder vom Spielplatz, für die Angehörigen, für die Ehrenamtlichen, die alle immer in mein Haus kommen. Na, und das ist immer so, es ist immer diese Gratwanderung zwischen Schützen der Demenzerkrankten und der palliativen Bewohner und dieses Zulassen. Und von daher, das fand ich im Vortrag hier, Anarchie zulassen. Mhm. Ne, da passieren auch Fehler. Da passiert was, aber da darfst du dann nicht verstecken, sondern dann musst du auch dazu stehen, dass das mal nicht so gut gelaufen ist, wenn Demenzerkrankter da doch zu sehr in eine unruhige Situation gebracht wurde. Ne? Aber Öffnung heißt Unruhe. Öffnung heißt, ich muss mein sicheres System im Grunde öffnen, transparent machen und damit mache ich mich angreifbar. Und dann verstehe ich viele Einrichtungen, die haben Ängste vor dem MDK, vor Lebensmittelüberwachung,
Bau, Feuerwehr, du hast ja permanent Sorgen, dass du da was machst oder einer stürzt, dann hast du die Versicherung, ne? Sorgfaltspflichten, all diese Sachen. Das ist immer diese Gratwanderung von dem schönen Öffnungsprozess mit der harten Wirklichkeit der gesetzlichen Umgebung, die dich immer wieder einfängt und wo viele Bedenkenträger dann sagen, boah, nee, hör auf jetzt, nicht noch ein Projekt, denn wir müssen uns wieder in unserer Burg sichern. Ne? Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine wichtige Stellschraube für andere Häuser, das auf so einem Prozess zu einer Öffnung? Ja, im Grunde, das ist ja nicht nur dritter Ort, öffnen fürs Quartier, sondern bei uns ist ja die Besonderheit auch noch dieser kultursensible Aspekt, der ja, da sage ich immer all meinen Kollegen, macht das, ihr habt keine Probleme, Auszubildende zu finden, Praktikanten, Bundesfreiwillige aus Indien haben wir jetzt wieder drei, also man kriegt durch dieses Öffnen, kriege ich ganz viel auch auf dem Arbeitsmarkt, Bindung, Gewinnung von Menschen, die da gerne arbeiten. Und ich muss die ganze Familie mit aufnehmen. Das ist ja im Grunde das, was wir auch mit unseren Bewohnern machen. Ich nehme ja nicht nur hier deine Mutter auf, du wirst dann mit aufgenommen. Dich müssen wir ja auch wahrnehmen und gucken, dass du glücklich bist und gerne kommst. Und das ist bei Mitarbeitern genauso. Da musst du gucken, bring dein Kind mit, mit allen Konsequenzen, bring deinen Großvater mit, setz den deinen Sessel, wenn du Spätschicht hast. Also man muss alle mit reinnehmen. Und wie gesagt, das ist Unruhe und ist ein langer Weg, alle Mitarbeiter, dass die diese Gedanken haben, das ist gut. Ne, das trage ich mit, auch wenn es mal nicht rund läuft. Was dann ja auch schon eine Antwort wäre auf die Frage von heute Vormittag, wie man Engagierte begeistern kann in den Orten, einfach engagiert und begeistert vorne weggehen. Ja, und gucken, wer ist da und was kann ich mit denen und was wollen die und die kann nicht jeder mitmachen. Das muss man auch beim Öffnungsprozess, dass ich dann halt auch meine 30% Leute habe, die sagen, boah, hört auf, ne, das ist doch, ne, also ist nicht nur heile Welt, ist im Grunde wieder das normale Leben. So. Damit haben wir alle zu kämpfen, ja. Vielleicht als kleine Anekdote, nachdem wir das Haus besucht hatten und auf unseren Bus im strebenden Regen warten mussten, sind wir bei einer älteren Dame unterm Vordach, standen wir als Gruppe unter, die dann begeistert vom Haus tatsächlich erzählte, dass sie jetzt zur Kartenrunde geht und dann, als wir dann abfuhren mit ihrem Rollator, den Sandberg hochlief. Und das war irgendwie ein schönes Testimonial. Ja, schön. Ja, aber noch eine Anekdote zu Den Haag. Vor 30 Jahren, 1994, war ich in Den Haag in einem Seniorenzentrum, was sich schon kultursensibel geöffnet hat. Ne? Das war eins unserer Vorbilder. Ah. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber... Okay. Ja. So trifft man sich bei der Körperstiftung. Ja. Dritte Orte auf dem Land. Herr Fischer, wir haben Sie auch mit aufs Podium geholt, um einfach nochmal einen Blick in das Land zu werfen. Wir haben gehört, es gibt einen Gaststättenrückgang, klassischer dritter Ort. Und so einfach ist das nicht mit dritten Orten auf dem Land. Vielleicht Neulandia sagt wahrscheinlich den meisten nichts. Vielleicht erstmal in den drei Sätzen, was ist Ihr Ziel? Genau, wir stehen für neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Also wir wollen die Freiräume, die ländliche Räume bieten, einfach nutzen, um soziale Innovationen nach vorne zu bringen. Konzentrieren uns dabei primär auf den Immobilienbereich. Also wir entwickeln gemeinwohlorientierte und genossenschaftlich betriebene Wohnquartiere mit dem Co-Dorf und holen aber auch für temporäre Projekte, also jetzt für ein halbes Jahr konkret, kreative im Rahmen vom Summer of Pioneers in ländliche Räume. Und die Anarchie, da kann ich auch direkt anknüpfen, die herrscht auch bei uns. Ich komme ursprünglich aus der Startup-Welt, da geht es ja immer um Skalierung, ja, alles muss skalierbar sein. Und ich finde es im Kontrast total schön, dass wir uns jetzt mit Lösungen beschäftigen dürfen, die gerade überhaupt nicht skalierbar sind in der eigentlichen Form. Nämlich so, dass man einfach auf den Knopf drückt und dann plötzlich funktioniert dasselbe Rezept überall genauso gut. Das Schöne ist ja, es ist alles immer total unterschiedlich. Die Menschen sind unterschiedlich, die Orte sind unterschiedlich, die Potenziale sind unterschiedlich. Und wir können aber sagen, dass aus nahezu allen Orten unglaublich viel herauszuholen
abzuholen ist, wenn man sich ergebnisoffen und partizipativ in die Wiederbelebung solcher Orte begibt. Und genau, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ne? Also wie können wir den Leerstand, den es überall in diesem Land gibt, so nutzen, dass am Schluss da wirklich wieder offene Treffpunkte, dritte Orte, wie auch immer wir das nennen wollen, draus entstehen, also einfach wieder Gemeinschaft gelebt wird. Und das finde ich auch als letzter Hinweis dazu noch total spannend, weil wir haben den Anfang in Ostdeutschland gemacht, da ist der Leerstand natürlich auch am ausgeprägtesten. Wir sind aber inzwischen eigentlich in ganz Deutschland aktiv. Und eine Parallele, die es wirklich gibt, ist genau dieses Wegsterben der dritten Orte. Also wenn ich durch Süddeutschland fahre, dann sehen natürlich die Orte teilweise deutlich wohlhabender aus. Da ist einfach mehr Wohlstand, das sieht man natürlich. Aber das Problem, dass es kaum noch Orte gibt, wo sich wirklich Gemeinschaft ausbildet, das ist wirklich ein universelles Thema im ganzen Land. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist Ihr Eindruck auf dem Land? Gibt es die dritte Orte? Gibt es die Orte noch? Sie sagen, sie sterben weg. Und auch, wie ist das in Bezug für Orte für Ältere? Also ich würde auf jeden Fall sagen, die sterben weg. Übrigens häufig tatsächlich wegen auch solchen scheinbar Nebensächlichkeiten wie Brandschutzbestimmungen, die bei einer Übernahme von Gaststätten zum Beispiel halt dann deutlich strenger ausgelegt werden, beziehungsweise überhaupt erst gelten. Und das hält dann eben viele davon ab, diesen Schritt zu gehen. Also die Gründe sind unterschiedlich, aber das Phänomen ist universell. Wir versuchen natürlich auch immer, ältere Leute mitzunehmen. Ich muss aber gestehen, wir sprechen die jetzt gar nicht gezielt an. Also es ist jetzt kein Projekt, das gezielt für ältere Leute gedacht ist. Das Schöne ist aber, die kommen dann sowieso, weil wir, auch das fiel ja heute schon mehrmals, wir brauchen das Ehrenamt. Und wissen wir das einfach sehr zu schätzen, dass viele ältere Leute einfach bereit sind, das Mehr an Zeit, das sie haben, halt auch entsprechend einzubringen. Und ganz häufig sind das dann auch wirklich die Treiber. Also im Kohdorf zum Beispiel, da haben wir im Aufsichtsrat von der Genossenschaft die erste... Sagen Sie vielleicht kurz Kohdorf, was das ja, ist? Ja, im Kohdorf, da bauen wir viele kleine Häuser und nutzen große Industriebrachen, aber für die Gemeinschaft. Also das heißt, die Häuser sind wirklich sehr klein, mit 30 Quadratmeter fängt das an und auch die größte Variante für Familien hat nur 80 Quadratmeter. Aber dafür haben wir dann zum Beispiel jetzt beim ersten Kohdorf in Wiesenburg ein riesiges altes Sägewerk und da kommt dann Kultur rein, Werkstätten, Coworking Space, eine gemeinsame Küche. Und da haben wir jetzt eben auch die erste Rentnerin, also die war zum Bewerbungsprozess noch berufstätig, ist jetzt aber in den letzten Jahren zur Rentnerin geworden und die ist dann in den Aufsichtsrat auch direkt gewählt worden und ohne die, glaube ich, hätten wir dieses Projekt jetzt schon beerdigen müssen, weil die so unglaublich viel leistet. Und dasselbe gilt dann auch in Tengen in Süddeutschland. Da haben die Pioniere angefangen, einen Stammtisch zu organisieren. Und der ist auch vor allem jetzt erstmal von älteren Leuten wahrgenommen worden. Und das waren aber dann die Multiplikatoren und Botschafter in die gesamte Ortschaft rein. Und jetzt ist es tatsächlich halt ganz bunt durchmischt. Also insofern, die spielen für uns immer eine ganz große Rolle, obwohl die Projekte jetzt nicht nur mit denen als Zielgruppe geplant werden. Ich erinnere mich, beim Stichwort intergenerational gab es vorhin auch Zwischenapplaus, also es kommt gut an bei Ihnen. wenn Sie an dritte Orte auf dem Land denken, was ist besonders wichtig, um die zu erschaffen oder auch zu erhalten? Gibt es da Unterschiede? Was sind so die Keypunkte aus Ihrer Sicht? Also ich denke, es hilft auf jeden Fall, wenn die Gebäude, wenn die Orte Geschichte haben, das merken wir immer wieder, dass es unglaublich viel ausmacht, wenn man vielleicht Gebäude, also jetzt zum Beispiel dieses Schloss da in Süddeutschland, aber auch so einen alten Geschenkeladen in Wittenberge, wenn man die zum ersten Mal wieder aufsperrt, dann kommen ganz viele Menschen, die da noch Erinnerungen mit verknüpfen können und nutzen dann auch die Möglichkeit, diese Orte wieder zu bespielen. Partizipation spielt natürlich eine ganz große Rolle, also wirklich, das fiel ja auch schon völlig zu Recht mehrmals heute, die Leute einfach vom ersten Schritt an einzubinden und dann diese Niedrigschwelligkeit, also gar nicht erst versuchen, selbst die ganzen Programme zu entwerfen, die dann häufig ja auch irgendwann in Bedürfnissen vorbeigehen, sondern im Idealfall beides zu kombinieren, also schon ein gewisses Programm natürlich vorzugeben, dass halt überhaupt was passiert, dass garantiert ist, dass was passiert, aber gleichzeitig eben auch dann wirklich die Räume sofort öffnen, damit Programmideen auch aus der Bevölkerung reingegeben werden können. Und das sollte natürlich dann alles auch kostenlos sein, das fiel ja auch schon zurecht, weil das die Barriere natürlich auch nochmal senkt. Haben Sie ein konkretes Beispiel, ein aktuelles Projekt vielleicht, was Sie erzählen könnten?
Ja, in Wittenberge, also ein aktuelles Projekt wäre Herzberg, da hat... Oder auch ein gutes, muss kein aktuelles sein. Also ich kann zwar, also vielleicht eins auf dem ersten Standort und eins vom letzten in Herzberg, da hat eine Pionierin ein Projekt in einer Plattenbausiedlung, also es ist Lausitz, in einer Plattenbausiedlung gestartet, so eine Art Quartierswohnzimmer. Also das ist halt eine leere Wohnung in diesem Plattenbauareal gewesen, das hat sie einfach wieder aufgemacht. Und hat selbst immer wieder so Sprechstunden quasi initiiert, wo man einfach anlasslos zusammenkommen konnte. Und aber auch den Aufruf in dieses Quartier hereingestartet. Wenn ihr Ideen habt, wie wir diesen Raum jetzt nutzen können, dann macht es. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir als Gemeinschaft hier wieder zusammenkommen, weil auch dort natürlich seit der Wende ganz viel an Beziehungen kaputt gegangen ist, sich niemand verantwortlich gefühlt hat. Und das wird auch sehr gut wahrgenommen. Es ist auch von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert worden. Genau, also das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel. Und dann vielleicht Wittenberge, das fand ich besonders, weil ich das selbst auch erlebt, besonders schön. Da gab es in diesem Safari-Laden, das war also ein ehemaliger Geschenkeladen, der lange Jahre leer stand, und da gab es ein Erzählcafé, wo die älteren BewohnerInnen über die Wende- oder Nachwendejahre erzählt haben. Und also ich komme aus dem Westen, ich habe das selbst nicht miterlebt, und ja, medial haben wir jetzt ja ehrlicherweise auch nur ein sehr lückenhaftes Bild von dieser Zeit bekommen, insbesondere wenn es eben um konkrete kleinere Orte geht und jetzt nicht irgendwie die Großstädte. Und ich fand das wahnsinnig berührend. Also Wittenberge war eine große Industriestadt in Brandenburg mit also eben großem Industrieunternehmen, größte Nähmaschinenfabrik der Welt damals, große Bahnunternehmen. Und innerhalb von 2 Jahren ist das alles abgewickelt worden. Tausende von Menschen sind arbeitslos geworden, haben dann auch die Region verlassen. Und viele sind aber eben da geblieben und haben das halt irgendwie auch verdaut oder teilweise auch nicht verdaut. Und diese ganzen Geschichten nochmal zu hören und auch zu sehen, was es mit den Menschen macht, dass die mal in einem kleinen Rahmen nochmal eine Bühne bekommen, um diese Geschichten auch zu erzählen, fand ich wahnsinnig emotional und klingt es vielleicht zynisch, ist es gar nicht zynisch gemeint, es waren einfach auch wirklich total spannende Geschichten, weil sie halt noch unerzählt sind überwiegend, also. Genau, so 2 Beispiele. Könnte man so ein bisschen als Essenz rausziehen, dritte Orte auf dem Land leben viel auch von der lokalen Geschichte, von der Verbundenheit, was Sie sagten, die alten Gebäude, wenn die Geschichte haben, funktionieren gut als Orte. Könnte man jetzt als so eine kleine Gleichung rausziehen. Ja, absolut. Und vielleicht ein letzter Punkt noch. Ich glaube halt in ländlichen Räumen und insbesondere in den strukturschwachen, sind, glaube ich, solche Ansätze auch besonders oder fallen auf fruchtbaren Boden, weil sich viele Menschen schon so ein bisschen daran gewöhnt haben, dass sich eigentlich eh niemand um sie kümmert. Und wenn dann aber mal was passiert, dann erhalten diese Projekte und Ansätze halt besonders viel Aufmerksamkeit und wenn es gut läuft, auch von Anfang an große Wertschätzung und Beteiligung. Mhm. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine ganze Reihe an kommunalen VertreterInnen sitzen und ich würde doch einmal die Runde machen an alle und Sie haben jetzt die Chance, sich von den Kommunen, von den Bürgermeistern, kommunalen Vertretern was zu wünschen, zu sagen, vielleicht hat ich gehe davon aus, eine Kommune hat ein Seniorenzentrum, Volkshochschule oder ein passendes Gebäude. Was würden Sie sich von der Kommune wünschen, damit so ein Projekt realisiert werden kann? Frau Teufel. Mehr Freiräume tatsächlich. Und dass weniger wirklich jetzt nach der Quantität auch geguckt wird, also dass wir wirklich befreit werden auch, also in meinem Fall jetzt von Unterrichtseinheiten und Teilnehmenden, dass Erfolg auch anders bewertet wird, also dass zum Beispiel gerade dieses, wie viel Gelegenheit geben wir den Menschen eigentlich, sich einzubringen, wie sehr reagieren wir eigentlich darauf, was die Menschen sagen, was sie brauchen, das sollte eigentlich ein Erfolgskriterium sein. Und dann wären wir weg von meinen Unterrichtseinheiten, die ich dann aufzählen muss und wie viele Teilnehmende wir erreicht haben. Und dabei sind die 10 oder 20, die zum Beispiel aktuell heute jetzt bei uns im Haus sind, Jugendliche, die eine Ausstellung machen, als einfach die Kunst machen, ja, wo wir keinen Plan hatten. Die dürfen das selber machen und die sollen in den Aalener Stadtraum gehen. Die 20 sind nur ein Bruchteil von allen Jugendlichen, die wir in Aalen hätten erreichen können. Aber das ist so eine gemischte Gruppe. Die haben da so Freude und Spaß dran. Die machen jetzt wirklich zusammen was Kreatives. Die Altersspanne von 12 bis 18, das würde ich gerne als Erfolgskriterium bewertet sehen. Und nicht wie viele Stunden und überhaupt wie viele Teilnehmende wir haben. Mhm, Dankeschön.
Herr Krause, wünschen Sie sich was? Was wünsche ich mir von meiner Kommune? Die machen, eigentlich, ich bin Duisburg-Fan, die machen schon viel. Also, die haben mir einen Seniorenspielplatz gegeben, die sind viel mit uns zusammen. Man könnte sich noch vorstellen, dieser kultursensible oder dieser Öffnungsprozess der anderen 62 vollstationären Einrichtungen, dass die das von der Kommune mal ein bisschen mit unterstützen und das voranbringen. Und Heime, auch dritte Orte, dieser Öffnungsprozess, dass das im Grunde in so einer Kommune in den Kopf geht. Und ne, da sind ja Träger oder Private, dass die mehr von der Kommune auch motiviert werden, ihre Häuser tatsächlich auch noch mehr zu öffnen. Macht jeder irgendwo in Ansätzen, aber so eine richtige Strategie von der Kommune aus, finde ich gut. Alles andere, was ich mir wünsche, weniger Bauaufsicht oder ETG-Behörden ohne Lebensmittelüberwachung, das sind die falschen Ansprechpartner heute hier. Dinge, ja. Also wünschen Sie quasi den Kommunen hier, die Kommune Duisburg, weil die so gut mitmacht? Ich bin auch schnell zufrieden. Von okay. Ist natürlich auch schwierig. Ja. Ich kann mich an kleinen Sachen auch erfreuen. Das ist gut. Davon nehmen wir uns alle ein Beispiel heute mit. Herr Fischer, was wünschen Sie sich? Ja, also zum Bauen könnte ich jetzt auch ganz viel sagen, das spare ich mir. Ich wünsche mir tatsächlich mehr Visionen. Also wir haben ja das Privileg und den Luxus, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammenarbeiten zu können, die durchaus so visionär sind. Nico Ritz ist hier auch im Publikum, der Bürgermeister von Homberg-Efze. Und ich glaube aber, dass also die ländlichen Räume sind eigentlich prädestiniert für etwas, was wir gesamtgesellschaftlich, glaube ich, dringend bräuchten, nämlich eine gemeinsame Diskussion darüber, wie wir in Zukunft leben wollen. Also ganz viel Unmut rührt, glaube ich, daher, dass viele Leute die Umbrüche, die wir gerade erleben, nicht richtig einordnen können. Das ist irgendwie unklar. Okay, also ich muss mich verändern, das habe ich verstanden, aber warum? Ja, also worauf verändern wir uns, transformieren wir uns denn hin? Und ich glaube, das ist auch sehr schwierig, diese Diskussion jetzt für das ganze Land zu führen. Aber ich glaube, gerade so in Kleinstädten, in Dörfern, könnte man das machen. Also diesen gemeinsamen Diskurs zu führen, wir stehen jetzt hier, wo wollen wir denn hin und wie können alle einen Beitrag dazu leisten? Und vor dem Hintergrund ist es dann nämlich ganz einfach, die Menschen zu aktivieren und eben auch, ob das jetzt dritte Orte sind oder ob das andere Projekte sind, das dann wirklich zu einer gemeinsamen Aufgabe zu machen. Ich glaube, das ist halt total entscheidend für das Gelingen von diesen Ansätzen, dass man das wirklich als eine gemeinsame Aufgabe versteht. Ja, vielen Dank. Ich darf nun Sie alle mit quasi aufs Podium in die Diskussion holen. Meine Kolleginnen sind gleich wieder mit dem Mikrofon wie gewohnt unterwegs. Stellen Sie Fragen, löchern Sie unsere Diskutanten oder erzählen Sie von Ihren eigenen Projekten. Was hat bei Ihnen funktioniert, was hat nicht funktioniert? Die Diskussion ist eröffnet. Bitte. Und bitte sagen, woher Sie kommen und so weiter. Ja, mein Name ist Dagmar Sachse. Ich bin Sozialdezernentin in der Stadt Oldenburg und ich hätte eine Frage an Herrn Fischer. Also Sie beschreiben das ja, dass auch ältere Menschen sich dann vorstellen können, da zu wohnen. Wir erleben die ja viel, dass sie gerne in ihrer eigentlichen Häuslichkeit verbleiben wollen. Können Sie das tatsächlich mit solchen Projekten auflösen? Da gucken ja immer alle Kommunen, wie bewegt man Menschen. Wir in Oldenburg haben sehr viele Einfamilienhäuser, wo nur noch einzelne Personen wohnen. Also ist das tatsächlich sowas, womit man sie gewinnen kann, zu sagen, das könnte ich mir vorstellen? Also da würde ich tatsächlich gerne in der Pause noch mit Ihnen sprechen, weil das ist unser nächster Ansatz, den nennen wir Co-Quartier. Da geht es wirklich genau um diese Einfamilienhausquartiere. Und da wollen wir jetzt den Versuch unternehmen, die EigentümerInnen davon zu überzeugen, die häufig oder minder genutzten Räume tatsächlich nochmal Familien oder anderen Menschen einfach als Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da gibt es total spannende Modelle und da sehen wir ein riesiges Potenzial, weil das ist auf jeden Fall so, dass die meisten, insbesondere dann wirklich so Ü 65, 70, 80, je älter die werden, desto schwieriger ist das natürlich, in ihren Häusern belassen zu können und trotzdem aber den finanziellen Druck ein bisschen zu mildern und im Idealfall natürlich auch zu gewährleisten, dass durch diese gemeinsame Nutzung auch wirklich wieder das Sozialleben aktiviert wird, im ganzen Quartier.
Bei den Co-Dörfern ist es so, wenn ich sage Ältere, dann meine ich noch die Jüngeren unter den Älteren, nämlich so die Ü50. Das ist eigentlich so die Gruppe, die am stärksten diese Angebote wahrnimmt, wo die Kinder aus dem Haus sind und die trotzdem aber noch fit sind. Also das merken wir wirklich, das ist die demografische Gruppe so 50 bis 65, die am stärksten dieses Angebot wahrgenommen hat, weil die gesagt haben, ich habe eigentlich noch total viel Kraft und Energie und Lust, jetzt auch mal mein letztes Lebensdrittel nochmal aktiv zu gestalten. Und in dem Alter funktioniert die Mobilität auch noch sehr gut. Je später man dann natürlich irgendwie diese Entscheidung treffen muss, desto mehr Bedenken hat man dann auch dabei. Das ist ja exakt die Gruppe der Babyboomer, die Sie gerade beschrieben haben. Die aktive Gruppe, die wir auch mit ansprechen und auch aktivieren wollen. Dankeschön für die Frage. Gibt es weitere Meldungen? Sie sind alle glücklich, alle Antworten bekommen. Also wenn keiner Fragen hat, möchte ich das auch ungern strapazieren und würde dann in die Kuchenpause überleiten. Es ist immer die schönste Ansage. Wir werden uns dann, in 20 Minuten gibt es den Gong und dann treffen wir uns wieder hier. Dankeschön.